Ladies and Gentlemen. Ne, ich kann das nicht. Aber herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch in Hearthstone. Jetzt mit dem Hexenmeuche unterwegs. Und danach möchte ich mal Bilanz ziehen. Danach möchte ich mal Bilanz ziehen. Mal gucken, wie so die Win-Statistik sind, ne? Eure Seele wird mir gehören. Mir gehören. Weg, weg, weg. Obwohl, vielleicht hätte ich die. Ne, ist noch. Boah. Ich grüße euch. Grüße. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Ja. Meine dich auch. Entschuldigung. Felix! Hallo Felix! Ich habe eine Katze, die heißt Felix. So. Jetzt kommt der Frostblitz. Jo! Was für eine Überraschung. Finde ich aber gut, denn das bedeutet, er hat keinen Frostblitz eventuell mehr auf der Hand. Vielleicht hat er noch einen. Aber jetzt kommt erstmal die Prügelzeit. Na, eine Runde prügeln? Frostblitz? No Frostblitz? Vielleicht ist da natürlich auch eine Flammenkanone. Das wäre mies, ne? Flammenkanone wäre mies. Hat keine geschossen. Und Frostblitz. Ne, okay. Ja, die kann man natürlich auch optimal mal gar nicht angreifen mit, Ja, ist aber an der Stelle gar nicht so wild. Ne? Wir haben eine 3-Mana-Karte, hier den Typen gegen arkane Geschosse und Feendrache getradet. Ist eigentlich okay. Na, er hat ein Geheimnis gespielt. Was könnte das sein? Es ist bestimmt Spiegelgestalt. Habe ich was Schlechteres als den Akolyten? Ist die Frage. Kann ich das Risiko eingehen? Ich glaube ja. Lass die Schmerzen Dann hat er halt sprechen. auch einen. Lass die Gut Schmerzen gespielt. sprechen. Danke. 4 Schaden werft eine zufällige Karte ab. Ja, komm. Warum denn die ausgerechnet? War es jetzt übertrieben? Hätte ich die stehen lassen sollen? Boah, Verwandlung, okay. Jetzt hat sich's wieder ausgeglichen. Also die Verwandlung dafür zu benutzen ist nun wirklich übertrieben. Tja. Bereit, mein Keine Herr. Verwandlung. Ja, vielleicht hat er ja noch eine. Nur ein Feuerball. Oder gleich kommt ein Flamestrike. Keine Explosion. Was ist das denn? Ich meine, ich möchte nicht lästern. Also bei weitem nicht. Ich bin ja auch nicht gut in Hearthstone, deswegen spiele ich wahrscheinlich auch gegen ihn. Aber Felix, du hast volles Leben, Frostnova. Übelst Panic Mode, ne? Oh nein! Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Hab mich. Ruhig, ganz ruhig. So. Wenn ihr darauf besteht. Alles Tutti hier. Ist doch Auf in alles die Schlacht! Tutti. Ich zerschmetter! Zerschmettern. Keul, Karte ziehen. Boah, das wird der effektivste Flammenstoß aller Zeiten. Das Ding, ja. Boah.
Felix. Ein Flammenstoß wäre jetzt schön oder ein Blizzard. Boah, ey, das wäre echt mies. Dann hätte ich nur noch den Spott da stehen. Arkane Geschosse ist auch richtig mies. Aber ich habe... Ja. Geht noch. Ist noch okay. Alles noch im Rahmen. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Ihr merkt es vielleicht. Karten aufs Brett zu legen, weil ich die Befürchtung habe, dass gleich ein Flamestrike kommt. Wahrscheinlich wird der jetzt kommen. Flamestrike und Heldenfähigkeit und dann steht wieder nur noch der Spott oder der Yeti. Flammenstoß, komm. Du musst einen haben. Was? Okay. Okay. Gut gespielt. Der ist krass. 12, Junge. Wie soll ich denn 12 Schaden machen? 4. Ich frage mich, ob... Es tut mir leid. Bären 11. Auf in die Schlacht! 4. Ich hätte ihn eh nicht gekillt gekriegt, ne? Ne. 4, 8. Zeit ist fast um. Boah, der musste aber jetzt weg, ey. Danach wäre übelst der Pyroblast des Todes oder die zwei Feuerbälle des Todes gekommen. Ich weiß genau. Ein Schuss. Ach ja. Oder mach Sturmwind. What the? Ja, da sage ich nur eins zu. Face, face, face. 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 Felix. Stufe 12! Woo! Okay. Jetzt ist die große Preisfrage. Ich hatte ja gesagt, ich wollte ein bisschen Bilanz ziehen. Wir haben mit dem Magier auf jeden Fall, kurz vorab, um die Folge noch schön schmuschi abzuschließen. Also wir haben, oder ich habe, meine ich, verbessert mich bitte, wenn es nicht stimmt, mit jedem Helden gleich viele Spiele gespielt. Also im Spielen gewertet Modus Spiele gespielt. Spielen. Ja. Und dementsprechend, da ich mit allen gleich viel gespielt habe, müsste man jetzt an den Siegen sehen, ne, den Unterschied. So, das wollte ich sagen. 3 Siege mit dem Magier, 4 mit dem Jäger, 1 mit dem Krieger, da sind wir anscheinend ultra schlecht, 1 mit dem Druiden, da sind wir anscheinend auch nicht so gut, 2 mit dem Schurken, 4 mit dem Paladin, ja, 4 mit dem Hexenmeister, 3 mit dem Schaman und 1 mit dem Priester. Haben wir echt nur einen Sieg mit dem Priester? Boah. Also, am besten war Hexenmeister, Paladin und Jäger. Hexenmeister, Paladin und Jäger. Das überrascht mich. Weil Hexenmeister, Paladin und Jäger genau die Klassen sind, die ich eigentlich am wenigsten gespielt habe mit meinem alten Account. Mit meinem alten Account war ich Magier, Druide und Priester. Das ist hart.
Vielleicht bin ich deshalb nur bis maximal Rang 11 gekommen oder Rang 10, ich weiß es gar nicht mehr. Das war so mein Rekord. Naja, gut. So viel zum Resümee. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich, Moment, ich muss jetzt überlegen, wo wir überhaupt sind. 30 war... Ja, das war die Folge 39, ne? Ja, ich glaube, das war jetzt die Folge 39. Das heißt, als nächstes würde ich dann erstmal eine Arena-Runde machen. Gut, das hat jetzt mit der Playlist hier wieder nichts zu tun. Aber ein schönes Arena-Röhnchen und dann wahrscheinlich erstmal ein Solo-Abenteuer. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann wird es jetzt erstmal so eine kleine gewerteten Modus Pause geben. Vielleicht bekommt ihr davon noch nichts mit, aber es wird jetzt sehr wahrscheinlich erstmal eine Arena rangeben von den 270 Gold, die ich auf der Kante habe. Da ist noch ein Arena ran drin. Und danach, Nox Ramos ist...